Läuft schon? Hallo? Ja, läuft. Läuft? Ja, läuft schon. Hallo! Nein, nur Spaß. Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich habe extra mir den Wecker gestellt, um den Lichteinfall genau perfekt auf meinem wunderschönen Balkon zu haben, damit man mich in der vollen Blüte sieht. So soll es ja auch sein, oder? Okay. Wie ihr merkt, ich lache sehr gerne. Ich kann auch herrlich über mich selber lachen. Ich bin Sven Zinserling aus Hanau. Bin 49, werde jetzt 50. Ich weiß, ich sehe jünger aus, weil ich tue natürlich auch einiges für mich, weil Mama hat eine Schönheitsfarm und dann nimmt man natürlich gewisse Produkte, die man im Laden nicht kaufen kann. Ja, jetzt ein paar Worte zu mir. Ich habe die letzten 18 Jahre im Ausland gelebt, davon 13 Jahre in Thailand. Dort war ich General Manager, habe den Tsunami überlebt, habe einen Kindergarten aufgemacht für 120 Waisenkinder, habe dort 8 Jahre mein Geld und meine Zeit reingesteckt, bin Tauchlehrer, hatte dann einen Biergarten mit der besten Currywurst von Thailand. Sat.1 hat dann einen Bericht über mich gemacht, wo ich heute noch sehr drüber echt mega dankbar bin, weil das war die geilste Werbung, die man sich vorstellen kann. War danach auf Bali, habe dort die Bali-Bombe mitgemacht, auch als Tauchlehrer gearbeitet und als Tauchschulmanager. War dann in Spanien, habe dort auch als Tauchlehrer gearbeitet und von dort aus bin ich dann nach Miami als Tauchlehrer gearbeitet, als VIP-Fahrer oder Chauffeur, wie man das nennen möchte. Bin jetzt seit 7 Jahren wieder in Deutschland und arbeite als Promoter und als Chauffeur. Ich habe jetzt meinen Personenbeförderungsschein gemacht und arbeite als Chauffeur, wie man das so schön nennt. Ja, macht natürlich mega Spaß, weil du fährst die dicken Autos, du lernst tolle Leute kennen und du kommst halt viel rum. Und mit der Promoter-Geschichte, das macht halt auch unheimlich viel Spaß, weil du hast mit Menschen zu tun. Ich habe gern mit Menschen zu tun, aber deswegen macht die ganze Geschichte einfach Spaß. So, ja, dreimal dem Tod ins Auge geblickt. Tsunami, Bali-Bombe, Hurricane in Miami. Ich glaube, es reicht. Ich habe genug erlebt. Aber ich stehe dazu. Und wie ihr merkt, ich bin jemand, der reden kann. Ich sage generell immer, was ich denke. Auch wenn das bei vielen Leuten ehrlich gesagt nicht so gut ankommt. Aber so bin ich nun mal. Ich lasse mir auch nichts gefallen. Ich hasse Hinterfotzigkeit. Ich hasse Unehrlichkeit. Und das ist bei mir das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Und vor allem hinterm Rückenregen. Oh, ganz ehrlich, krieg ich Plack. So. Ja, warum die Claudia? Also ganz einfach. Die Claudia ist eine Frau, die von der Art her genauso denkt wie ich. Was wollt ihr von mir? Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Wenn ich dies, das und jenes mache, dann mache ich das halt. Und wenn ich eine Flasche zu viel trinke, dann geht euch das gar nichts an. Und das ist das, was mich an dieser Frau einfach so fasziniert. Sie ist, wie sie ist. Und ihr geht das ganze Gelaber am Bobbes vorbei. Und das mag ich einfach. Und deswegen ist das eine mega interessante Frau. Ich habe so viel von ihr gelesen und gehört. Dann habe ich den Aufruf gehört und dachte, die Frau musst du kennenlernen. Okay, ob es klappt oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber sie kennenzulernen, ihr mal nahe zu kommen, um zu hören, ein paar Sachen zu erfahren, ich finde es einfach faszinierend. Und nun mal zur Erklärung, liebe Claudia. Diese Gläser habe ich extra wegen dir gekauft, weil ich war so fasziniert, wie du immer mit diesen Gläsern rumgerannt bist. Und trink natürlich auch den passenden Champagner dazu. Und na klar, habe ich 2 Gläser. Den können wir natürlich gerne hier bei mir auf dem Balkon trinken. Ich würde mich einfach mega freuen, wenn ihr mich auswählen würdet. Ich glaube, wir haben mega viel Spaß zusammen. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, eine Nachricht von euch zu bekommen, weil ich habe mega Bock drauf. Weil die Frau, die hat einfach was, wo ich mir sage, ja, genau, die musst du einfach mal kennenlernen. Und was dabei rauskommt, das steht auf einer ganz anderen Seite. Aber ich möchte es gerne einfach erleben. So, was soll ich noch groß sagen? Ich glaube, den Rest erfahrt er, wenn er mich kennenlernt. Hier war euer Seven aus Hanau. Ich wünsche euch was. Ciao.